ist unser Leben. Wir wurden durch das Fernsehen aufgezogen in dem Glauben, dass wir alle irgendwann mal Millionäre werden, Filmgötter, Rockstars. Werden wir aber nicht. Und das wird uns langsam klar. Da frage ich mich, wo sind wir denn da mit dem Sozialstaat gelandet? Aufwachen, abticken, abgehen, aufstehen. 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 Nicht mehr aufpassen, einfach ausrasten. Can I go to payments, David? You can stay here. Es gibt sozialmedizinische Untersuchungen, die belegen, dass Kinder aus diesen Milieus schon sehr viele Diagnosen haben, im Gegensatz zu anderen Kindern und Jugendlichen in der Gesellschaft aus ihrem Alter. Generell zeigen diese Untersuchungen Sterben im sogenannten armen Milieu der Bevölkerung, die Frauen 8 Jahre und die Männer 12 Jahre früher als der Durchschnitt der Bevölkerung. Wenn wir uns anschauen, dass in Niedersachsen etwa 14% der Bevölkerung als armutsgefährdet gelten, dann sind das also mehr als 1 Million Menschen, die in dieser prekären Lebenssituation lebt. Dann weiß man also, von welcher Dimension einer sozialen Erkrankung wir hier sprechen. Heute geht die sogenannte Wohnungslosenhilfe des 25-jährigen Jubiläums. Was ist eigentlich so 25 Jahre? Ist das jetzt ein Jubiläum oder ist das eine Pause? Es ist beides im Prinzip. Das eine ist die Gesellschaft, die ändern wir nicht. Und dafür ist es wichtig, dass es die Wohnungslosenhilfe gibt und die Einrichtung. Und es ist auch wichtig, dass sie herzensnah Arbeit machen. Wenn es um das Thema Historie der Wohnungslosenhilfe geht, sind Clemens Theodor Perthes und Friedrich von Bodelschwingh im besonderen Maße nennenswert. Perthes wirkte ab Mitte des 19. Jahrhunderts und gründete die erste Herberge zur Heimat in Bonn, die sich der Not von Wanderarmen annahm. Bodelschwingh, der in Erweiterung seiner Bedelarbeit an Epilepsie erkrankten, sich auch um die Brüder von der Landstraße kümmern wollte, rief die erste Langzeiteinrichtung der Wanderarmfürsorge gegen Ende des 19. Jahrhunderts ins Leben, die Arbeiterkolonie Wilhelmsdorf. Perthes sowie Bodelschwingh erlebten noch den verbreiteten Aufbau der von ihnen angeregten Anlaufstellen der Wanderarmhilfe, um Menschen für kürzer oder länger zu beherbergen und sie in Arbeit zu vermitteln. Später setzte sich Bodelschwingh zu Anfang des 20. Jahrhunderts auch politisch für Wohnungslose ein und erreichte als Abgeordneter sogar noch den Beschluss des landläufig als Lex Bodelschwingh bezeichneten Gesetzes im Interesse und zum Wohle von Wohnungslosen. Damals waren die Lebens- und Arbeitsbedingungen so schlecht, dass es irgendwann zu Arbeitsniederlegungen und Aufständen kam, die blutig niedergeschlagen wurden. Bismarck führte daraufhin die Sozialversicherung ein und ein SPD-Verbot trat in Kraft, da man auch anfing, sich zu organisieren und über neue Gesellschaftsmodelle nachzudenken. Es gab zwar das Elberfelder Modell, das ein Hilfemodell war, auch Menschen in Not zu helfen, aber ich denke einfach, dass es nicht ausgereicht hat, einfach die Not, der Not der Menschen wirklich Herr zu werden. Und ja, und dann gab es ja in den 20er Jahren nochmal so eine größere Welle. Repressalien hatten die zu befürchten und mussten ständig ihre Papiere vorzeigen und so. Das war schon immer der Fall. Das geht zurück bis in die ersten Bettelabzeichen, die Leute schon mit sich führen mussten. Bettelabzeichen? Was war das denn? Es gab da entsprechende Abzeichen, die Leute mit sich rumschleppen mussten, um bestimmte Berechtigungen zu haben, an bestimmten Stellen betteln zu dürfen. Aber es gab auch viele Repressalien. Wenn bestimmte Voraussetzungen nicht vorhanden waren, wurde man verjagt oder von entsprechenden Vögten auch schon mal verhaftet oder ausgewiesen. Nach dem Deutsch-Französischen Krieg gab es eine lange, schwere Wirtschaftskrise in Deutschland.
Sie begann 1873 und hieß so verniedlichend die Gründerkrise. Ausgelöst wurde sie durch Reparationsforderungen von Deutschland an Frankreich in Milliardenhöhe. Und das führte dann zu massiven Spekulationen an der Börse, zu Zusammenbrüchen der Aktienmärkte und von Banken. Also alles Sachen, die wir heute wieder mal kennen. Und in der Folge waren dann bis zu 200.000 Menschen auf der Straße, hauptsächlich Männer. Das war immer so ein Auf und Ab. In der Gründerzeit gab es verhältnismäßig wenige, aber das kam dann auch wieder. Und es gab immer, das ist jetzt ein diskriminierender Begriff, mir fällt gerade kein anderer ein, es gab immer einen Bodensatz an Menschen, die wirklich aus allen Rastern rausgefallen waren und einfach nur ums Überleben kämpften. Und auch unter den günstigeren Voraussetzungen und Vorbedingungen des Marktes auch nicht in Stellung kamen. Es war eine Zeit der Familientragödien. Es gab Selbstmorde, Wohnungslosigkeit, Armut und Elend. In der Zeit überschlug sich die Presse, wenn zum Beispiel mal eine Mutter ihre Kinder tötete, genauso wie heute. Hauptsache, es wird nicht darüber gesprochen, welches Elend die Finanzkapitalisten verursacht haben. Oft sind es Leute, die selber auf der Straße groß geworden waren. Mhm. Die haben nie was anderes kennengelernt. Auf der Straße lebten nicht nur Wohnungslose, es waren ja nicht alles Alleinstehende, sondern es gab damals ganz viele Familien, ja, im Gegensatz zu heute, die auf der Straße lebten. Ja, damals gab es richtig große Familienbande, die wirklich auf der Straße lebten. Da wurden Kinder geboren, da wurden Kinder großgezogen, da wurden Kinder sozialisiert und zu Erwachsenen. Es gab damals ganz viele Menschen, die nie eine Chance hatten. Davon spricht man ja heute auch noch. Also wenn diese sozialen Spaltungen und Ausgrenzungen in unserer Gesellschaft belegen auch viele seriöse Untersuchungen. Die Einkommensstarken können ihre Positionen seit Jahren behaupten oder sogar ausbauen, während die Einkommensschwachen aus ihrem Dilemma nicht herauskommen. Aufstieg findet in Deutschland so gut wie nicht statt. Kinder aus bildungsfernen Schichten bleiben unten. Soziale Mobilität findet von Ausnahmen abgesehen nicht statt. Für Deutschland wird zudem durch alle PISA-Studien hindurch zusätzlich deutlich, dass Kinder aus armen Schichten und Familien mit Migrationshintergrund in der Bildung systematisch benachteiligt sind. Man spricht hier sogar von einer vererbten Chancenlosigkeit. Was ist eigentlich Kreditwesen? Angenommen, wir sind auf einem Planeten mit 10 Leuten. Wir haben eine Haut. Diese Haut wird geteilt in 100 Stücke. Jeder bekommt 10 Stücke zu 10%. Dann wird jeder auf seinen Vorteil bedacht sein, um diese Zinsen erwirtschaften zu können. Da aber nur 100 Stücke da sind und keine 110, muss einem was weggenommen werden. Der dann wiederum einen neuen Kredit aufnehmen muss und neue Zinsen zahlen muss. Wer also die Macht über die Geldmenge hat, hat die Macht, ganze Gesellschaften in die Knie zu zwingen. Leider wurde bei der Einführung der Gewaltenteilung eine Gewaltenteilung des Finanzsystems nicht berücksichtigt. Wichtig ist, dass das erstmal und endlich demokratisch entschieden wird. Weil sowas kann er nicht. Derzeit haben wir die Instrumente nicht in der Hand, dass wir das demokratisch entscheiden können. Und deshalb verdient derzeit in Deutschland der bestverdienende Manager das 5000-fache des gesetzlichen Mindestlohns, den es in Deutschland genauso wenig gibt wie in Österreich. Und in den USA ist es das 350.000-fache. Und das widerspricht in den USA genauso krass dem Gerechtigkeitsempfinden der Durchschnittsbevölkerung wie in Deutschland oder Österreich. Da gibt es wenig Unterschied. Aber ich sehe hier nicht nur einen Gerechtigkeitsmangel, sondern einen massiven Demokratiemangel, weil wir keine Möglichkeit haben, das demokratisch zu ändern. Ja, aber wenn wir wollen, dass die Demokratie überlebt, dann müssen wir dafür sorgen, dass die Ungleichheiten, die dürfen zwar da sein, aber sie dürfen nicht zu groß werden, weil sonst wären die einen im Verhältnis zu den anderen so mächtig, dass die große Mehrheit ihr politischer Einfluss gegen Null tendiert und eine Minderheit die große Mehrheit dominieren kann. Und das ist dann natürlich ein eminent undemokratischer, das ist mehr ein oligarchischer oder ein plutokratischer Zustand,
nämlich eine Gesellschaft, in der die Geldbesitzenden herrschen über die große Mehrheit derer, die zu wenig Geld haben. Bitte. Also man muss ja bedenken, dass aus dieser Szene in den 20er Jahren, das waren ja ganz viele, ne? Das war unter anderem auch so, zumindest am Rande, auch die damalige Jugendbewegung. Aber es waren eben noch sehr viele Künstler auch, die alle auf der Straße oder zeitweilig auf der Straße gelebt haben oder aber mit dieser vagabundierenden Lebensweise irgendwie in Kontakt standen. Und aus dieser Szene, glaube ich, kamen viele gute kulturelle Anregungen, auch politische. Ja, genau, da gab es auch dieses Vagabunden. Den Vagabundenkongress gab es dann auch 1929 in Stuttgart. Auf Initiative vor allem von Gregor Gock. Wer war denn Gregor Gock? Gregor Gock hat in den 20er Jahren versucht, die Vagabunden zu organisieren. Einmal durch die Bruderschaft der Vagabunden, dann durch eine von ihm herausgegebene Zeitschrift Der Kunde und dann vor allem durch den Vagabundenkongress in Stuttgart 1929. Für die Zuschauer, die sich jetzt über den Begriff Der Kunde wundern, das ist eine geschichtlich gesicherte Bezeichnung, Selbstbezeichnung von Menschen, die auf der Straße leben. Die haben sich selber die Kunden genannt, ja. Mitorganisator war auch Gusto Gräser. Der Dichter und Naturprophet Gustav Arthur Gräser war eine einzigartige Erscheinung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Führende Geister seiner Zeit seien in ihm die Verkörperung des neuen Menschen, die Verwirklichung der Ideale von Nietzsche und Walt Whitman und zugleich einen neuen Franziskus. Sein Leben außerhalb der Regeln der Zivilisation war den meisten unbegreiflich. Er regte Anstoß und Hass. Für andere aber wurde er zum Vorbild. Dichter wie Hermann Hesse und Gerhard Hauptmann erhoben ihn in den Rang des Mystischen. Man konnte ihn auch als Hermann Hesses Guru ansehen. Heute verbindet man vor allem mit ihm die Gründung des Wahrheitsberges oder Monte Verita von Ascona, der zum Symbol einer naturfrommen und gewaltfreien Gegenkultur geworden ist. Jahrzehntelang warb er in öffentlichen Gesprächen in deutschen Großstädten für einen kulturellen Neubeginn. Er hinterließ ein dichterisches Werk, das Ursymbole der Menschheit zu neuem Leben erweckt. Okay, ich habe hier einen interessanten Text über den Vagabundenkongress gefunden, und zwar einen Bericht von Gustav Pazaurek, den er 1929 in Berlin veröffentlicht hat. Ein buntes Gewimmel von Kunden aller Schattierungen, aller deutschen Länder, aller Altersklassen, der verschiedensten Bildungsschichten. Die Kunden haben sich ein Stelligein in Stuttgart gegeben. Der Ruf ging an alle, doch es kamen bei weitem nicht die Tausende, die man erwartete. In dem ideal schön gelegenen Waldheim haben sie einander getroffen. Neben den alten, verwitterten Gesellen der Landstraße überwiegt das rein geistige Element, dessen markanteste Vertreter die Redner stellen. Der Kunde ist von heute ist auf den ersten Blick als solcher gar nicht zu erkennen. Tippelbrüder und die Mädchen sehen größtenteils wie Mitglieder der Jugendbewegung aus, frische, gesunde, sonnengebräunte Gestalten mit der Geige oder der Gitarre auf dem Rücken, in farbenfrohen Anzügen, die Mädchen in Reformkleidern. Der eigentliche Typ der Tippelschickse ist im Aussterben. Die vagabundierenden Mädels sind meist Arbeiterkinder, die durch eine Begegnung mit einem Kunden eine Sehnsucht nach der Landstraße überkamen, die aber im gegebenen Moment wieder den Weg zurück zu den ihren finden. Die wenigen echten Mädels der Landstraße, denen das lebenslange Tippeln zum Schicksal wurde, haben ihr Äußeres dem Wandervogel angepasst, damit sie mit der Polizei nicht in Konflikt kommen. Wenn sie auch alle in der Bruderschaft zusammengeschlossen sind, so lebt doch jeder nach seinem Kopf. Malerisch wirken die Waldmenschen in ihren Fantasiekostümen, rein äußerlich die auffallendsten Vertreter unter den Kunden. Jeder hat sein eigenes System, um die Welt oder wenigstens seinen nächsten Mitmenschen zu bekehren. Der Hamburger Sophus Ackermann, also Willi Ackermann, von dem wir schon gehört haben, verkündet auf großen Plakaten, dass seine Wendepunktgemeinschaft allen arbeitslosen Tippelbrüdern Verdienst ermöglicht. Gusto Gräser, der vor dem Krieg lange in Stuttgart war, wandelt verklärt in seiner selbst gebastelten Kleidung.
In einer anderen Ecke sitzt ein langhaariger Naturapostel mit seiner ganzen Familie. Wie das Tippeln zum Erlebnis wird, das den ganzen Menschen umkehrt, zeigt das Beispiel eines Studienrates AD Karl Rolsch. Jawohl, ein richtiger Studienrat, den plötzlich ein so starker Wandertrieb überkam, dass er seine bürgerliche Stellung aufgab und noch im Alter ein Kunde wurde. Ja, in dem Artikel eben von Pazaurek über den Vagabundenkongress war schon von Willi und seiner Zeitschrift Wendepunkt die Rede. Willi hat mehrere Zeitschriften gemacht, der Wendepunkt war eine davon. Er hat auch die Zeitschrift Menschen auf der Landstraße gemacht und mit Webstuhl und Spaten dann eine regelrechte Selbstversorgerzeitschrift. Willi und seine Freunde, also auch Frieda, seine Frau und noch einige andere, sind einige Jahre unterwegs gewesen als Straßenmusiker, Straßenkünstler. Sie sind bis nach Holland und ins Rheinland gekommen. Und Willi als der Stärkste aus der Gruppe hat den Planwagen gezogen, in dem sie ihre Instrumente gehabt haben und auch manchmal jemand drin sitzen durfte, während Willi zog. Bemerkenswert ist, dass einige dieser Zeitschriften auch auf der Landstraße gedruckt wurden. Das steht auch in den Zeitschriften hinten drin, erlebt, geschrieben und gedruckt auf der Landstraße. Und zwar mit einem einfachen Umdrucker. Also man hat da experimentiert auf eine neue Art und Weise zu leben. Der größere Zusammenhang war natürlich mal wieder eine Finanzkrise und die Zunahme und Vergrößerung der Städte Anfang des letzten Jahrhunderts. Und dass die Städte in einem sehr schlechten Zustand waren, das hatte sich dann auch erst in den 60er Jahren verbessert. Deswegen fing man an, Gartenparzellen einzurichten und Schrebergartenkolonien und den Leuten eine Selbstversorgung zu ermöglichen. Es gab damals eben auch viele Künstler und Künstlerströmungen. Anfang des letzten Jahrhunderts, zum Beispiel La Bohème, die neue Gemeinschaft in Berlin, zu denen auch Peter Hille gehörte. Peter Hille hat damals für eine sozialdemokratische Zeitung geschrieben. Sozialdemokratisch hieß aber damals eben komplett gegen das Herrschaftssystem anzutreten. Ja, und der hat dann auch nachher eine Künstlergruppe finanziert, ging pleite, war obdachlos, wird dann von der neuen Gemeinschaft in Berlin aufgenommen und starb dann 1904. Die Zahl der Arbeitslosen stieg. In dieser Zeit entstand auch ein Lebensgefühl, welches den Vagabunden Popularität verschaffte, was sich äußerte durch die steigenden Auflagen von Jack Londons Seewolf und durch die Kinofigur Charlie Chaplins versinnbildlicht wurde. Er zeigte dort einen Tramp und er zeigte, welchen Bedingungen er ausgesetzt war und wie es so einem armen Tramp ergehen konnte. Er hatte auch als Filmemacher die gesellschaftliche Entwicklung im Blick und zeigte in moderne Zeiten, wie der Mensch ins Räderwerk geriet. Ja, das ging halt ein paar Jahre nicht und dann haben sie aber eben nicht eine normale Sesshaftigkeit, sondern sie haben schon eine Alternative. Also das, was wir eigentlich heute auch uns oft denken, wie man so eine Ökosiedlung oder Niederlassung gründen müsste. Ne? Also sehr, sehr bewusst haben sie das angefangen, im Wald in der Nähe von Wolfsburg, sich ein Haus gebaut und dann in den 20er Jahren auch das Dritte Reich hindurch ökologisch gewirtschaftet und ja, das ist schon vorbildlich. Wenn man bedenkt, wie viele Landkommunen zur Zeit der Hippies entstanden waren, aber schon nach ein paar Jahren auch wieder weg waren, dann ist auch dieser Faktor der Dauerhaftigkeit noch wichtig. Mhm. Das Projekt hat eigentlich erst aufgehört, als Willi und ein Jahr später Frieda gestorben sind. Und zwar haben die sich das ersungen. Ich würde das so aus heutiger Sicht eigentlich so lebensreformerischer Kreis nennen. Ne? Ach so. Aber Lebensreform heißt nicht das, was du heute mit Reformhäusern und beschlipste Lodenmantelträger, ne? die so aus dem anthroposophischen Milieu, ne? Das war damals anders. Das waren damals die Chaoten. Mhm. Das waren die Urhippies. Das war Lebensreform. Ne? Und mit solchen Leuten haben sie ja in Kontakt gestanden. Die kannten sich deutschlandweit. Ne? Außerdem muss man ja auch noch hinzufügen, 1936 war ja dann die,
die Zeit des Nationalsozialismus. Da waren soziale Experimente eigentlich gar nicht mehr erlaubt, nicht erwünscht. Ne? Gleich nach 1933 ist so eine Nazi-Bande von Braunschweig aus mit dem LKW zu Willi und Frieda auf den Hof gekommen, ne? Und hat Willi erstmal so verdroschen, dass er tagelang nicht sitzen konnte. Willi ahnte das damals schon und hat alle gefährliche Literatur im Garten vergraben. Die wurde dann auch nicht gefunden, aber man hat präventiv den Willi erstmal kräftig, fast wahrscheinlich auch umgebracht. Ne? Ja, im Dritten Reich, da gab es ja viel solche Verfolgung von Wohnungslosen. Massivst, ganz massivst. Da wurden Menschen wirklich wegen purer Wohnungslosigkeit getötet, verfolgt, getötet, in KZs gesperrt, umgebracht, Arbeitsdienste, vergaß, alles. Die ganze Riege durch Unrecht im unermesslichen Maße. Davon waren Wohnungslose genauso betroffen wie ganz, ganz viele andere. Ich war auch 2 Jahre in den Kinder-KZ. Ja? Und da warte ich heute noch drauf, auf die Wiedergutmachung. Ja? Furchtbarstes Unrecht. Und deshalb war im Grunde die Wohnungslosenhilfe auch so ein bisschen infiltriert, muss man einfach auch sagen, während dieser Zeit. Und deshalb musste auch im Grunde ein kompletter Neuaufbau stattfinden. Ja? In den 50ern wurde so ein bisschen aufgearbeitet und in den 60ern, das, was ab der 60er etwa stattfand, war im Grunde völlig neu konzipiert. Es wurden Begriffe auch ausgetauscht. Der Begriff Nichtsesshafter wird seitdem in formalen Kontexten nicht mehr verwendet. Warum? Er ist sozusagen verbraucht im Dritten Reich. Mhm. Da wurde speziell der Terminus Nichtsesshafter häufig verwendet und deshalb ist er heute obsolet. Er wird nicht mehr in offiziellen Verlautbarungen verwendet. Man spricht heute von Wohnungsnotfall, von Wohnungslosen und von Obdachlosen. Aber guck, wenn man so ein alternatives Leben beginnt, nicht so zu der Zeit, wo er so 20 war, da war er auf der Straße, nicht? Hat irgendwie tolle Ideen, Träume gehabt. Mit Herbert Wehner hat er zeitweilig zusammengearbeitet und mit verschiedenen anderen, auch mit Nestor Machno übrigens, dem Anarchisten aus Führer der Anarchisten in der Ukraine, der flüchtet ist aus der Ukraine, zeitweilig in Berlin und später dann in Paris lebte. In Berlin, da arbeitete Willi zu der Zeit mal in einer russischen Teestube, wo dann Nestor Machno wohl auch öfter verkehrt ist. Naja, also ich will sagen, dass so das Leben eines Vagabunden auch nicht ein ganzes Leben vagabundisch ist, ne, sondern es hat diese Station, jene Station, da gehört eine Bekanntschaft mit einem großen Anarchisten wie Nestor Machno ebenso dazu, wie mit einem etwas zweifelhaften SPD-Funktionär, Herbert Wehner, ne, der zu seiner Jugendzeit ja auch noch ein wilder Anarchist war, in Dresden lebte. Dann während der Nazi-Zeit Ökobauer, Imker, Ziegenhirt, mehrere Kinder großgezogen, Künstler, er hat also nicht nur diese Bildchen in diesem Buch gemalt, er hat auch Ölgemälde gemacht und dann ist er ungefähr 70, 80, da fängt auf einmal in der westlichen Welt die Hippie-Ära an. Ja, dann kommen die Hippies plötzlich zu ihm auf den Hof und wollen wissen, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe dasselbe, was ihr macht, aber vor dem Krieg gemacht. So ungefähr, ne? Ja. So, das ist so auch die Ausstrahlungskraft von vagabundischer Kultur. Ich denke, die wichtigste inspirierende Zeit waren die Jahre, wo sie auf der Straße waren. Und das beobachte ich auch bei anderen Künstlern. Ich denke auch im Übrigen bei dir, dass egal was du jetzt noch machst, dass die schönste Zeit, die freieste Zeit deines Lebens wohl deine Reisezeit gewesen sein dürfte. Trotzdem müssen die Habenden einen Schritt tun. Da sehe ich keine andere Möglichkeit, weil nur die sich wirklich organisieren können und Ressourcen haben dafür. Das scheitert auf Reden nicht am Geld.
Das ist da, das könnte man aufbringen. Es scheitert eher an den Menschen, die bereit sind, eine freie Wohnung zur Verfügung zu stellen. Es ist nicht so einfach, eine solche Wohnung zu finden. Sondern das ist einfach aus meinem subjektiven Erfahrungsbereich, dass der Wohnungsmarkt also fast noch diskriminierender ist als der Arbeitsmarkt. Es ist einfach so, dass oft Menschen, die Entscheidungsträger sind bei der Vergabe von Wohnungen, die zu wenig Empathie, zu wenig Einfühlungsvermögen und zu wenig Verständnis für Menschen in besonderen Lebenslagen haben. Es findet wirklich Diskriminierung statt. Sie findet in einem erheblichen Umfang mit einer erheblichen Nachhaltigkeit statt. Und das finde ich wirklich sehr schade und sehr veränderungsbedürftig. Jetzt kriege ich eine Wohnung. Und wie bist du dazu gekommen? Über Bekannte. Ja. Aber ich finde, man braucht auch nicht nur mit dem Finger auf die Nicht-Obdachlosen zu zeigen und sagen, wie sind denn die? Du kannst genauso gut sagen, dass Obdachlose sich auch einschlägig präsentieren. Und das heißt für mich zum Beispiel, wenn ich durch eine Fußgängerzone gehe und da sind, ich weiß nicht, 20, 30 Obdachlose, sehe, dass die Herrchen stark alkoholisiert sind, dann gehe ich auch nicht unbedingt gern an dieser Gruppe vorbei. Mhm. Und damit schaffen Obdachlose auch mit so einer Handlung erschaffen die jeden Tag neu die Wirklichkeit, wir sind anders als ihr. Das heißt, die Obdachlosen zeigen den Normalen auch auf ihre Weise, wir sind anders als ihr, wir gehören nicht zu euch. Und so eine Annäherung, ja, wie soll die funktionieren? Da müsste jetzt jeder Teil irgendwie umdenken. Dann ist wieder die Frage, kann man von einem Obdachlosen, der vermutlich genügend Probleme hat, verlangen, auf der Basis von oft gar nichts, ich ändere jetzt mein Leben. Das dürfte schwierig werden. Deshalb kann nur der Habende etwas tun im Grunde. Und dann kommen die auch noch auf den Einfall, dass man ja einen 1-Euro-Job machen könnte oder so. Oder irgend so an irgendeiner Maßnahme teilnehmen. So morgens um 7:45 anfangen oder so. Auf der Straße. Ja. Und am besten noch frisch geduscht kommen. Und wenn das nicht hinkriegt, dann wollen sie gleich wieder Sperren reinbringen. So, und jetzt kannst du sagen, das sind Verträumte. Und irgendwie viele, 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 viele andere hätten auch gern geträumt. Und jetzt müssen die, die nicht geträumt haben und in Anführungsstrichen vernünftig waren, plötzlich die, die zu lange geträumt haben, mitfinanzieren. Dass die das aus gewisser Weise, in gewisser Hinsicht ein wenig charmant finden, lässt sich nachvollziehen. Damit beseitigt man das Problem nicht. Ja, das ist es. Das Problem wird immer hin und her geschoben, ne? Genau, es wird immer hin und her geschoben und der eine sagt der andere und so weiter und so fort. Und dann am Schluss ist das Problem nicht beseitigt, sondern wer genug Geld hat für Afghanistan, dass die Soldaten hinzuschicken, der hat auch genug Geld, um Obdachlose eine Wohnung zu geben und die zu bezahlen. Es heißt so schön, lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten. Haben Sie schon mal einen Geldschein arbeiten sehen? Menschen arbeiten, um Zinsen zu bezahlen. Wer also sagt, ich lasse mein Geld für mich arbeiten, der lässt andere Menschen für sich arbeiten. Dass die das wenig schmeichelhaft finden, lässt sich nachvollziehen. So, und sie haben auch irgendwie ein Recht, aber was das so zu sehen. Aber was ja passiert, ist ja gegenseitige Frontenbildung. Wenn du jetzt erklärst, im Grunde sind das die Arschlöcher und die erklären, die Habenden sind die Arschlöcher, dann wird das mit der Annäherung bestimmt nichts werden. Die sozialen Herausforderungen unserer Gesellschaft werden wir nur durch eine gemeinwohlorientierte Politik bewältigen können, die auch eine Rückkehr zum Rechtsprinzip beinhaltet und auf dem christlichen Menschenbild gründet. Ausschließlich marktorientierte, individualistisch angelegte Modelle werden Spaltungen in unserer Gesellschaft vertiefen, statt sie zu überwinden. Der einzige Weg ist trotzdem, das behördlich zu regeln, bestimmte Einrichtungen vielleicht zu schaffen, die Obdachlose aufnehmen, die ihnen aber nicht nur Wohnungen geben, sondern den Obdachlosen auch in die Not bringen, eine Gegenleistung zu bringen. Aber das muss ein Fair Play sein, nicht wie irgendwelche 1-Euro-Jobs und so, das muss fair zugehen.
Das kann natürlich nicht an normalen Löhnen bemessen sein, aber der Obdachlose darf sich nicht verarscht fühlen. Aber in dem Moment kann er auch, finde ich, eine Gegenleistung in irgendeiner Form bringen. Das könnte zum Beispiel Sozialdienste sein. Irgendetwas für die Öffentlichkeit zu tun. Das wäre für mich ein fairer Deal, weil ich kann die Welt nicht verbessern, aber ich kann ein bisschen tun vielleicht, und das wäre ein Weg, die Lebensqualität für viele wohl zu erhöhen. Ich glaube eben nicht, dass man das nur behördlich regeln kann. Das hat Bodo Schwenk auch schon gewusst und alle anderen, dass man an den Strukturen was ändern muss. Und die Stadtsoziologen damals haben auch schon gewusst, dass der Mensch ein bisschen mehr braucht als nur ein 20 Quadratmeter Arbeiterschließfach, sondern kleine Läden, Gärten, Werkstätten, Lebensraum für die eigene Ökonomie. Die Erfahrung war bei den dreien, die ich mit betreut habe, dass keiner länger als, ich glaube, ein Jahr es geschafft hat, in der Wohnung zu bleiben. Also die wollten dann tatsächlich wieder weiter. Das klingt dann immer sehr liberal, ne? Sehr freundlich. Ne? Ja, wir müssen denen was geben, wir müssen sie beteiligen, Teilhabe an der Politik und so weiter. Ne? Aber das, wollen die denn das? Und was bringt das wirklich? Die werden dann wieder nur funktionalisiert. Also ich sagen, ja. Den kriegen wir nicht mehr hin, und wenn der nicht spurt, dann lassen wir den halt. Ne? Ein gewisses Anpassungsvermögen wird leider auch von den konstruktiv arbeitenden Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe erwartet. Das kann man bedauern, aber das hat einfach mit Realitätssinn und einem gewissen Pragmatismus einfach zu tun. Es wird in Menschen investiert und es besteht einfach der Wunsch, einfach so effektiv wie möglich zu helfen. Mhm. Und da fließen auch oft einfach dann die Kräfte vor allem dahin, wo man sich erhofft, den größtmöglichen Effekt der Hilfeleistung an einem Menschen, an Menschen zu erzielen. Ja, es gibt aber eben auch so hoffnungslose Menschen, Fälle. Fallen viele Menschen selbst aus dem Raster von bemüht arbeitenden Einrichtungen heraus. Und was geschieht mit denen? Und da kann man sich wirklich mal Gedanken drüber machen. Da ich schon in der Wohnungslosenhilfe tätig war, beruflich, habe ich mir da auch schon so meine Gedanken drüber gemacht. Und da könnte man durchaus auch für einen Ansatz entwickeln. Ja? Ich denke, dass man stationäre Einrichtungen auch speziell auf diese Zielgruppe hin gestalten kann. Ja, und dann zum Beispiel sehr, sehr alt gewordene Wohnungslose. Die kommen meistens gleich ins Altenheim. Also die kriegen gar keine Wohnung, obwohl die eigentlich ja nicht pflegebedürftig sind, sondern ja, aber trotzdem kriegen die keine Wohnung mehr, sondern werden gleich ins Altenheim gebracht, weil die meinen auch, dass sie eine gewisse Art von Bevormundung nötig haben und so. Man könnte sich wirklich über diese Zielgruppe noch mal ein bisschen in Gedanken machen, weitergehen und überlegen, wie man die besonders eben auch in stationären Einrichtungen berücksichtigt. Ich da wo einfach ambulante Hilfe nicht mehr ausreicht. Ja? Der Erfolg von ambulanter Hilfe hängt einfach auch ein Stück weit davon ab, dass derjenige sich helfen lassen möchte und in welchem Umfang er sich auch helfen lassen möchte. Und was er davon, von dieser angebotenen Hilfe zur Selbsthilfe, auch ein Stück weit auch noch umsetzungsfähig umzusetzen in der Lage ist. Plan sein. Und Menschen grundsätzlich niemals aufzugeben, ich denke, diese Botschaft, die hat uns damals Friedrich von Bobelschwing vermittelt, die lohnt es sich wirklich auch weiterzugeben. Das ist nicht ein Bereich, mit dem man Geld verdienen kann oder in dem man besonders sich publicity-mäßig darstellen kann, aber hier wird eine ganz wesentliche, entscheidende Arbeit für den Menschen und christliche Arbeit geleistet. Die ZBS ist im Prinzip so eine Art Dachorganisation für die Einrichtung der Wohnungslosen in Niedersachsen. Früher gab es 5 zentrale Beratungsstellen, seit gut 3 Monaten gibt es nur noch eine, die in Niedersachsen, und die anderen ehemaligen zentralen Beratungsstellen sind jetzt Regionalstellen. Das Ganze ist ein riesen ökumenisches Projekt. Das heißt also, es sind 4 diakonische Werke daran beteiligt und der Caritasverband. Und ich bin für die nächsten 2 Jahre dort als Geschäftsführer tätig. Wie bist du denn zu deiner Obdachlosigkeit gekommen? Er hat gearbeitet. Ja, ich arbeiten gegangen bin. Ich habe
Bei einem Arbeitgeber aufgehört, der hat den letzten Lohn nicht bezahlt, beim nächsten angefangen und der dachte sich, den ersten Lohn den zahle ich dann mal irgendwann mal 6 Wochen später. Kann man sich ausrechnen, das sind 2 Monate wie ein Rückstand, fristlose Kündigung. Und schon sind wir auf der Straße. Kommt man schneller hin, wie man denkt. With 60 big animals. What kind of big animals? Cow. Kühe. New. Kühe. Only for 5 euro. A day. And I wait this euro 1, 2, 3 months. Wie ist dazu gekommen, indem ich meine Eltern damals rausgeschmissen habe? Dadurch kam ich dann auf die Straße. Fast in jeder Stadt war, habe ich Vorträge gehalten in der Uni und das war und in Schulen und das war. Wo hast du denn geschlafen? Haben die in ein Zimmer gestellt und so weiter und so fort? Haben die dann da ein Zimmer gestellt und so weiter? Nee, ich habe immer Platte gemacht. Echt? So klar. Das ist natürlich krass. An der Uni einen Vortrag halten und Platte machen. Ja. Die bekommen da 1000 Euro für einen Vortrag und Hotel und alles. Ja, ja. Aber ich doch nicht, wa? Ich war auch im Fernsehen bei Gottschalk, Schreinemacher, Günter Jauch, Harald Schmidt, Stern TV, ja, RTL und überall drinne gewesen, wa? Aber ich wollte nie in so ein Hotel pennen und das war. Die haben mich wohl das Geld gegeben früher, ja. Aber ich habe immer Platte gemacht. Wa? Hier gibt es ja Frühstück, Mittag und ein Abendbrot. Wa? Und 93 Euro Taschengeld. Wa? Aber davon musste da die Arztkosten bezahlen, davon musste die Busfahrten bezahlen und dann die Apotheken. Kriegst du keine Rente? Nee, der Zirkusser, der hat nicht bezahlt. Ja. Mhm. Schon heute zeichnet sich ab, dass immer mehr Menschen durch ihre prekären Arbeitsverhältnisse, durch Niedriglöhne, Leiharbeit, befristete Arbeitsstellen und häufige Unterbrechungen durch Arbeitslosigkeit keine sicheren Erwerbs- und Rentenbiografien mehr aufbauen können. Hier ist die Politik gefordert, endlich gegenzusteuern. Das wird eines der wesentlichen Themen unserer Zukunft sein. Der war Analphabet und er wurde nun aufgefordert von seiner Behörde, er sollte Bewerbung schreiben. Kriegte Schreiben, konnte die nicht entziffern, konnte auch selbst keine Bewerbung schreiben und dann hat man ihm das Arbeitslosengeld gestrichen, hat ihm erst Strafen angedroht, dann hat man es gemacht. Ich weiß nicht, ob man nicht berücksichtigt hat, dass er wieder lesen und schreiben konnte. Jedenfalls, es ging so weit, dass er eine Wohnung, die er hatte, verlor, weil er keine Miete mehr zahlen konnte. Und er wurde von Behördenseite in die Obdachlosigkeit gedrängt. Also ähnlich war das bei mir auch. Da war ich war selbstständig, dann hatte ich einen Verkehrsunfall. Ja, und dann musste ich zum Sozialamt gehen, weil als Selbstständiger kriegt man ja kein Arbeitslosengeld. Ja. Ja, und dann hatte ich so in einer Fabrikhalle gewohnt und dann wurde gesagt, ja, das ist ja keine Wohnung und weil das keine Wohnung ist, dann werde ich auch kein Bürger. Deswegen wäre man auch nicht für mich zuständig und dann war ich dann obdachlos, ruckzuck. Ja, hatte ich zwar geklagt gegen, hatte ich auch gewonnen, aber meine Wohnung war ich dann schon los. Ne? Naja gut, ich habe mich da wieder aufgerappelt, aber so kann das. Und ich habe dann gleichzeitig noch auf dem Bauhof gearbeitet. Ne? Ja, und trotz alledem obdachlos geworden. Ne? Ja, man kann manchmal durch Verfahrenswege und Begleitumstände kann man behördlich in die Obdachlosigkeit überführt werden anscheinend. Ne? Und du warst lange Jahre beim Zirkus und du warst auch noch Kapitän. Ja, da habe ich schon gelernt. Auf ihr große Fahrt habe ich Kapitänspatent gemacht, damit ich nach die anderen Kontinente komme. Ach so, und du hast dich nur für die Reise bezahlen lassen ja, und ja, mehr nicht? Mehr keine Sozialversicherung, kein gar nichts bekommen? Nee,
Das ist schade. Jeder kann seine Arbeit verlieren, obwohl jetzt die Beschäftigung noch als sicher gilt. Jeder kann schnell krank werden. Jeder kann plötzlich behindert sein. Jeder kann das Scheitern persönlicher Beziehungen erleben. Jeder kann auch in unserem System in Not geraten. Dahinter, wenn du so argumentierst, steckt ja letztlich die Schuldfrage. Und wenn du in diesem Sinne obdachlos wirst, dann wirst du entsprechend etikettiert. Und mit so jemandem gibt man sich nicht ab. Weil schon der große alte Philosoph Aristoteles sagte einst, gleich und gleich gesellt sich gern. Soziale Mobilität findet von Ausnahmen abgesehen nicht statt. Ja, da fällt mir auch eine gute Geschichte ein. Dann mal los. Und zwar habe ich dann einen alten Mann auch von der Straße mitgenommen in eine Kneipe. Und der sagte zu mir dann anschließend, danke, dass du mir meine Würde zurückgegeben hast. Weißt du, wie lange ich nicht mehr in der Kneipe gesessen habe und ein Bier getrunken habe? Ja, das ist es. Am besten lässt man den Leuten nicht mal die Würde, dann hat man hinreichend dokumentiert, dass man mit denen nichts zu tun haben will. Mhm. Damit zeigt man ja anderen, ich bin anders. Im Grundgesetz heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das ist natürlich ein Grundsatz, der tief im Christentum verankert ist. Und Dom Capitular Ricos hat eben noch einmal darauf hingewiesen. Vor Gott ist jeder gleich, Gott liebt jeden Menschen. Aber trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die meinen, sie seien mehr wert oder ihre Gruppe sei doch sehr viel mehr wert als andere Menschen. Richtig ist nur, dass wir alle unterschiedliche Talente haben und dass wir die auch in die Gesellschaft einbringen sollten. Und oft ist es ja so, dass wir manche Talente ganz gering achten und oft ganz froh sind, wenn es irgendwann mal Menschen gibt, die solche Talente haben. Dann sind sie auch bei uns von großer Bedeutung. Jeder sollte sich deshalb hüten, auf Menschen herabzuschauen. Wirklichkeiten werden jeden Tag neu erschaffen. Sind sie noch ein Nutzen für diese Gesellschaft oder nicht? Oder sind sie integrierbar oder nicht? Naja, da kann man genauso gut argumentieren, natürlich sind die nicht von Nutzen gesellschaftspolitisch betrachtet. Aber da kann man genauso gut sagen, Behinderte sind auch nicht von Nutzen. Welchen Nutzen haben die für die Gesellschaft? Aber der Punkt ist, Behinderte werden allgemein angenommen von der Gesellschaft, Obdachlose nicht. Und da muss man gucken, welche Gründe dafür herhalten. Und meiner Meinung nach ist das ein anderer Wert, der durch die Obdachlosigkeit als durch die Behinderung verletzt wird. Mhm. Behinderung steht ganz klar für Unschuld und Obdachlosigkeit steht ganz klar für Schuld. Reisende, Vagabunden und so haben immer darauf bestanden, dass das, was sie tun, freiwillig geschehen ist und freiwillig ist und dass das für sie Freiheit bedeutet. Und ein Sozialkritiker würde dann ihnen unterstellen, das ist ja nur eine Ausrede. Ne? Macht ihr gezwungenermaßen und redet euch dann selber ein, ihr werdet frei, damit ihr euch nicht so scheiße fühlt. Aber jetzt kommen wir wieder auf einen ganz anderen Aspekt. Ne? Ja, deswegen. Das ist schon so auch eine Art psychologischer Aspekt. Ne? Ja, aber und deswegen würde ich darauf bestehen, nicht, dass das also aus Sicht, also die Eigensicht ist wirklich wichtig. Und das gilt für jeden von uns, die wir hier heute sind. Teilhabe bedeutet eben auch, dass jeder das für sich definieren muss. Nicht jeder will in der normalen Weise an allem teilhaben. Aber er muss die Möglichkeit haben, sie muss die Chance dafür haben. Und ich glaube, dass Einrichtungen wie die Zeitung Abseits, die Sozialwohnung hier wesentlich dazu beitragen können, das Bewusstsein, die Sensibilität zu schärfen dafür, wie wichtig es ist, immer wieder nach links und rechts zu gucken und zu sehen, wo wir gemeinsam helfen können. Hessen, Kurhessen. Aber so eine Stadt habe ich auch noch nie erlebt. Wa? Die Leute, so, die haben sich von der Seite angeguckt, ja, mit einem Rucksack gewandert und das. Wa? Und da kam ein Ehepaar vorbei, wo die Reporterin mit mir auf der Straße war. Wa? Kam ein Ehepaar vorbei, da sagt der Alte, zu der Ollen da, zu seiner Frau, wa? Sagt er, na, so enden wie,
wie der will ich nicht, da bin ich hin zu denen. Ich sage, du kennst mich doch gar nicht, sag ich. Ich sage, du weißt doch nicht, wer ich bin oder sonst was. Ja? Ich sage, lass deine Äußerung, ja. Wo haben die Leute dich dann am besten behandelt, so auf der Welt? Ach, in Peru war das. In Peru? Ja. Da fragen sie nicht, wo kommst du her, wo willst du hin? Ja, da laden sie dich ein, ja, und dann kannst du da essen und schlafen und alles sowas. Ja. Also Deutschland kannst du vergessen. Und wenn die Betroffenen eben doch jedenfalls häufig sagen, das ist ein ganz wunderbares Leben, was ich hier führe, die dann sollte man das ernst nehmen. Guck mal, hier habe ich bei der Bundespolizei, da habe ich ja gezeltet auch. Pass mal auf, wo ist das Zelt? Da waren sie mit bei. Das waren die einzigen Guten, so, weißt du? Da, guck mal, da. Da habe ich gezeltet bei der Polizei, bei dem Bundesgrenzschutz. Ja? Ja. Die Frage ist, reichen unsere heutigen Wertmaßstäbe noch aus, um Obdachlose aufzunehmen? Und die Tatsächlichkeiten zeigen, dass dies offensichtlich bei vielen Menschen nicht mehr der Fall ist. Und das kann entweder mit einem Werteschwund oder mit einem Wertewandel zusammenhängen. Es wird weniger attraktiv, im eigenen Innenleben Obdachlosen Gutes zu tun, glaube ich. Nämlich Gewinnstreben und Konkurrenz. Das sind die zentralen Systemweichen, die das Handeln der Wirtschaftsakteure leiten. Dass die genau gegenteiligen Verhaltensweisen und Werte provozieren, fördern und sogar belohnen, die unsere alltäglichen zwischenmenschlichen Beziehungen gelingen lassen. Wenn ich das fragen darf, wann gelingen Ihre alltäglichen zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn Sie welche Werte schaffen zu leben? Vertrauen. Wie? Vertrauen. Vertrauensaufbau. Genau. Solidarität. Ehrlichkeit. Empathie. Kooperation. Transparenz. Über die Ziele sprechen. Ja, gemeinsam austauschen über die gemeinsamen Ziele. Nicht meine Ziele gegen deine durchsetzen. War irgendein Wert dabei, wo jemand gesagt hat, nee, das ist für mich nicht Ziel in oder das ist nicht anstrebenswert in Beziehungen? Das ist nur eine kurze Zwischenfrage, weil das sehr oft in Wertedebatten heißt, brauchen wir gar nicht beginnen, wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft und da hat jeder Mensch andere individuelle Werte, können wir gleich wieder beenden. Ist aber nicht so. Und gerade beim Gelingen von Beziehungen wissen alle Menschen, nicht nur hier in diesem Saal, sondern sogar weltweit, was Beziehungen gelingen lässt. Und die Frage können Sie überall auf der Welt stellen, es kommen überall die gleichen Werte. Und das ist ganz entscheidend und fundamental, weil gelingende Beziehungen sowohl das sind, was Menschen am glücklichsten macht, als auch das, was Menschen am stärksten motiviert. Und das ist heute nicht nur sozial, sondern auch naturwissenschaftlich empirisch abgesichert. Und deshalb sollten wir doch alles daran setzen, dass Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen in allen Lebensbereichen gelingen können und das auch politisch und rechtlich gefördert wird. Das wäre doch eigentlich eine logische Konsequenz und die Gemeinwohlökonomie will ja auch genau das. Aber schauen wir uns zunächst noch an, welche Verhaltensweisen und Werte werden durch Gewinnstreben und Konkurrenz am ehesten noch in der Tendenz hervorgerufen und systemisch provoziert? Konkurrenz. Übervorteilen. Zinsen zu bedienen. Egoismus. Täuschung, Betrug. Mord. Anscherzung. Naja, indirekt. Korruption.
To kill your competitors. My goal is to kill your competitors. Wie ist ein Management-Empfehlung? Verantwortungslosigkeit. Und die Gier? Gier, Machtstreben. Fällt Ihnen gar nichts Positives ein? Die sieben Todsünden waren schon dabei. Das ist doch sehr erstaunlich, dass die fundamentalen Systemweichen des heutigen Wirtschaftens alle menschlichen Laster hervorrufen und systemisch dann sogar belohnen, wie wir sehen werden. Und das ist meiner Meinung nach ein furchtbarer Widerspruch, weil die Grundwerte, die dürfen sich in einer Gesellschaft nicht widersprechen. Weil die Werte, die sind wie ein Leitstern. Es wäre schön, wenn wir nicht nur die Leute achten, die etwas für sich erreicht haben, sondern auch die, die für andere was erreicht haben. Wir brauchen einen kulturellen Neuanfang. Auch Helling von Mankell hat darauf hingewiesen, als er in Osnabrück den Friedenspreis entgegengenommen hat. Die Einwanderungspolitik folgt einem zynischen Nützlichkeitsdenken, das den Wert des Menschen nur nach seiner wirtschaftlichen Kraft festmacht. Wer aber den Wert des Menschen nur an seiner wirtschaftlichen Kraft und nach dem Nutzen für die Gesellschaft bestimmt, der schafft Armut. Der Gehirnforscher weiß zwar viel über Gehirnforschen, aber er weiß nicht, dass seine Tochter gerade mit dem heftigsten Junkie um die Ecke zieht. Jedes Wissen eines Menschen ist genauso viel wert wie das Wissen eines anderen. Wer also den Nutzen für die Gesellschaft beurteilt, der schafft Armut. Leider treten viele derzeit verantwortliche Politiker aber den Armen und Schwachen in unserer Gesellschaft mit Vorurteilen und Ressentiments gegenüber. Die Bundesregierung und insbesondere die Ministerin für Arbeit und Sozialordnung weigert sich bis heute, verfassungsgerichtliche Vorgaben umzusetzen in einer angemessenen Feststellung von Kindersätzen bei Hartz-IV-Beziehern. Während gleichzeitig die Bundesregierung den reichen und mächtigen Bossen der Atomindustrie sogar einen Verhandlungstisch bietet, um über die Höhe ihrer Steuerbelastungen zu sprechen. Das ist die Bankrotterklärung der Politik. Es wäre doch schön, wenn auch unsere Journalisten wieder etwas sprachsensibler würden. Niemand von ihnen würde doch schreiben, ein 26-jähriger Angestellter, der nach dem Tarifsystem des öffentlichen Dienstes bezahlt wird, belästigte seine Sekretärin. Das sind doch Dinge, die überhaupt nicht zusammengehören. Ich nenne das hier, weil es eben eine Fülle dieser alltäglichen Formen von Ausgrenzungen und Beschämungen armer Menschen unter uns gibt, die wir oft gar nicht mehr wahrnehmen. Wir erleben als Wohlfahrtsverband, wir, damit meine ich hier den Caritasverband der Diözese Osnabrück, seit Jahren eine zunehmende Dominanz des Ökonomischen im Sozialen. Diese Entwicklung führt zu einem schleichenden Umbau des Sozialstaates. Der neoliberale Zeitgeist geht mit einer Abkehr vom Gemeinwohlprinzip einher und mit einer Abkehr von den Ansprüchen des Grundgesetzes. Wir erleben eine wachsende Spaltung und Radikalisierung in unserer Gesellschaft, wie wir an vielen politischen Äußerungen erkennen, die zum Beispiel der Mittelschicht einzureden versuchen, Sozialhilfeempfänger lebten auf ihre Kosten. Wenn wir jetzt dort noch was einsparen wollen, wird das denn Kohl fett machen? Wohl kaum, weil wir alle zusammen nicht mal einen Bruchteil des Gesamtvermögens auf die Waage stellen. Wir brauchen stattdessen eine Rückbesinnung auf das Grundgesetz, das allen Bürgern eine Existenz sichert.